Alles klar, das kommt uns natürlich. Surprise, Motherfucker! Bist du böse? Was ist das? Was ist hier gerade passiert? Willkommen zurück, VR Gamer, auf unserem Planeten hier. Deutsche VR Gamer Planet. Ja. So haben wir ihn jetzt genannt. Ich muss überhaupt nochmal nachgucken. Entdeckungen hier. Deutsche VR Gamer Planet. Vor 2 Tagen entdeckt. Ah doch, ja. Stimmt sogar. Gestern habe ich ja geschnippelt. Hier ist unser Raumschiff. Wir sind hier gelandet und ich muss gerade nochmal überlegen, was ich überhaupt machen muss. Alles klar, wir brauchen, glaube ich, einen Basiscomputer und den Terra-Manipulator. Falscher Knopf. Ganz, ganz falsch. Kohlenstoff-Nanorohr, die Wasserstoff-Gelee. Ein Kohlenstoff. Kohlenstoff und Wasserstoff brauchen wir also. Alles klar. Alles klar, so, wir haben jetzt alles, was wir brauchen und können uns jetzt den Terra-Manipulator bauen. Wie setzt ihr jetzt ein? Silikatpulver, wo war das denn jetzt? Ich sehe auch gerade, mein Schild geht ein bisschen den Bach runter. Wo haben wir das? Da kommt dann Natrium rein. So, ich check noch nicht so ganz den. Okay, jetzt können wir uns hier Gestein herstellen, sage ich mal. Oder was halt wichtiger ist, abbauen? Hä? Ach, das ist neu, ne? Alles auf eine Ebene, das ist ja praktisch, ey. Okay, geil. Und abbauen. Können wir eigentlich auch noch? Es gibt übelst viele Modi jetzt. Abbauen, ja. Ich kenne eigentlich nur abbauen und hinzufügen. So, haben wir was Neues gelernt? Haben wir was Neues gelernt hier? Ansammlungen finden. Alles klar, Kupferansammlung. Markiert. So, dann gehen wir jetzt wieder ein bisschen hier sammeln. Da unten ist ein bisschen Kupfer. Kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Ah, hier sind ein paar Materialien. Beschädigter Container. Was ist das? Verrostetes Metall. Aber wir wollen ja eigentlich zum Kupfer da. So, so sieht eine Kupfer... Kupferader. Das Wort habe ich gesucht. Oh Gott. Sind die gefährlich? Ich glaube, die sehen nur gefährlich aus, oder? Die sind eigentlich ganz süß, oder? Was geht? Ich will dich füttern. Ich will dich füttern. Hallo. Die Kreaturen... Ich habe doch Kreaturenkugeln, oder nicht? Na gut, dann halt nicht. Abbau, alles klar. So, schön. Hier. Kupfer. Boah, wir sind übelst reich jetzt gleich. Okay, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Kupfer gesammelt. Ich weiß nicht, ob das
unsere Aufgabe war. Ich glaube schon. Chromatisches Metall können wir jetzt anscheinend herstellen. Dafür haben wir ja unseren Automat, ne? Die Raffinerie. Ich war natürlich so schlau und habe die auch mitgenommen. Wie setze ich die jetzt? Wahrscheinlich wieder. Genau. Mit dem Steuerkreuz. Zack, Raffinerie starten. Okay, was brauchen wir? Chromatisches Metall. Wo ist mein Kupfer hin? Ach so. Oh, ja, hätte ich das eben mal gecheckt. So. Chromatisches Metall wird hergestellt. Damit können wir dann unseren Basiscomputer errichten. Weiß nicht, sollen wir noch einen hübscheren Platz suchen? Weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal irgendwann an dieses Signal müssen. Wir bauen einfach unsere Station hier hin. Komm, ich nehme das schon mal mit. Das sollte doch reichen. Basiscomputer. Ein Basiscomputer. Stellen wir den da vorne hin, wo eh alle Geräte sind. Basis. Bewohnbare Basis. Was kann ich jetzt machen? Sucht nach kartografischen Archiven. Alles klar. Die universelle Archivsuche weist keinen früheren Anspruch auf. Diesen Ort auf. Sonartest bestätigt. Ort ist für Bau geeignet. Ort beanspruchen. Basis wird... Wow, beansprucht. Wieder der krasse Grafik-Bug. Alles klar. So, jetzt können wir hier ein bisschen auf den Planeten forschen. Das ist eigentlich der Planet, von dem wir kamen. Ich glaube, diesen Saturn-Planet habe ich auch von dort gesehen. Stürme fegen über. Aber nur noch wenig Baumaterial. Deponiere Unterschlupfpläne während. Ich muss bald zurück. Okay, die Pläne holen wir uns. Und dann Holzwand. Ach, jetzt kann ich wirklich eine solche Basis bauen hier. Bau Basis als Schutz vor rauen Umgebungen. Junge, 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 das geht ja immer weiter hier. So, ich würde sagen, wir räumen hier erstmal ein bisschen auf. Fortfahren. Kobalt, warum nicht, ne? So, das sieht doch jetzt nach einem idealen Platz aus. Hier. Schön geschützt von den Felsen können wir unser Haus hier reinbauen. Und das Geilste, ihr werdet es jetzt sehen, wir haben hier direkt einen Höhleneingang hinter dem Haus dann. Warum? Okay, ist weg. Und da können wir sogar tief runter in eine Höhle gehen. Mit Wasser. Es sieht aus wie Wasser. Aber ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal unser Haus. Und dafür brauchen wir Kohlenstoff. Ganz viel Kohlenstoff. Alles klar, ein Sturm kommt, aber wir haben da vorne unser Raumschiff stehen. Das heißt, sobald der Sturm kommt, einfach schön in Sicherheit. Und solange sammeln wir einfach noch ein bisschen Kohlenstoff, um unsere Basis zu bauen. -28 °C haben wir auf diesem Planeten, das ist ja super chillig. Aber dafür ist natürlich dann jetzt auch unser Haus hier geschützt sehr gut, weil wenn es immer so heiß ist, sieht echt komisch aus von hier, haben wir da immer ein schönes, kühles Plätzchen.
Machen wir nochmal hier. Zwei Bodenplatten. Alles klar, dann nur noch das Dach. Muss ich das als Dach nehmen? Muss ich nicht. Alles klar. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben jetzt hier unsere fette Basis. Okay, ich glaube, das hat er jetzt auch erkannt als fertige Basis. Gegebenenfalls, wenn wir was länger hier verweilen und mehr Platz brauchen, kann ich noch eine Ebene draufbauen auf jeden Fall. Aber wir schauen erstmal, was uns der Basiscomputer hier sagt. Konstruktion größtenteils erfolgreich. Geborgene Daten aus nahegelegenen Plänen aufgezeichnet. Scans weisen auf zusätzliche unterirdische Geräte hin. Alles klar, unterirdische Geräte. Wer auch immer diese Protokolle aufgezeichnet hat, hatte offensichtlich gewissen Erfolg. Ich habe Zugriff auf seine Pläne und vielleicht kann ich aus seinen Anstrengungen lernen. Was ist das? Konstruktionsforschungsstation. Okay, also wir können vergrabene Technologien finden und mit dem Konstruktionsbauplan können wir dann neue Geräte oder so herstellen. Reines Ferrit? Habe ich kein reines Ferrit? Wieder umbauen. Okay, Ferrit. Was ist das? Summen da. Leute. Okay, alles klar, ich weiß es auch nicht. Hatte ein bisschen Angst, dass wir jetzt angegriffen werden. Aber ich glaube, die Mutter von dem Ei hat mehr Angst vor mir, als ich vor ihr. Wow. Ach du Scheiße. Zieht euch das mal rein. Was ist denn das für ein Planet? Hier ist ja übelst viel Wasser. Aua. Was war das? Ob ich durch meine Höhle aufs offene Meer kann? Eine Dragblimia. Ich müsste eigentlich mehr scannen. Oh Gott, was ist das? Das sind so Schildkröten, ne? Seid ihr cool? Ich will hier nur ein bisschen baden gehen, ne? Wir sind cool, oder? Wir sind alle cool. Alles klar, wir sind alle cool. Wasser. Wir haben Wasser auf diesem Planeten. Krass. Hier tut sich eine ganz neue Welt auf. Was ist das? So ein fetter Saftsack. Ich kann hier nichts abbauen.
Alles klar, okay. Wir haben auf jeden Fall direkt an unserer Basis Zugang zum Meer. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Wir werden auch noch Freunde. Du wirst schon sehen, irgendwann magst du mich. So, jetzt können wir diesen Dekonstruktionsforschungsstation in unsere Basis bauen. Ich setze die alle mal hier hin an den Eingang. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal vergrabene Technologien. Aha, interessant. Geborgene Daten. Und dann kann ich hier dünne Holzwand Sachen erforschen. Eine elektrische Holztür. Ich hätte gern so eine Rampe. Genau das habe ich gesucht. Wir haben eine Holzrampe gelernt. Perfekt, damit können wir auf jeden Fall eine zweite Etage bauen. Haben wir noch? Wir haben sogar noch. Ja, nehme ich auch so eine kleine, ne? Unterstoff aus Metall, aus Beton, zentrale Wohntechnologie. Wie schalte ich das alles frei? Basis-Teleporter-Modul erforschen, okay. Also, was heißt okay? Ich weiß nicht, was ich erforschen soll, aber uns fehlt auf jeden Fall was. Das ist ja schon mal ein Hinweis. Das ist sehr praktisch. Wir können jetzt einen Teleporter bauen. Wir brauchen 4 Metallplatten und 2x Kohlenstoff-Nanorohr. Metallplatte, dafür brauche ich Ferritstaub wieder. Ah, oh, das habe ich gerade umgewandelt, ne? So, mit diesem Teleport können wir dann auf die Raumstationen, die eigentlich, soweit ich mich erinnere, irgendwo immer im Weltraum rumschweben. Und dann natürlich auch wieder zurück teleportieren zu unserer Basis oder wenn wir in eine andere Galaxie fliegen, dann können wir da auch einen Teleport bauen und können dann schön immer wieder hier zurückkommen. Deshalb, ich glaube, ich muss ihn noch bauen. Nee, muss ich nicht, aber ich werde ihn bauen. Deutsche VR Gamer 001. Unsere erste Basis. Die wird jetzt hochgeladen und dann ist sie, glaube ich, sichtbar für alle Leute. Also, wenn ihr Lust habt, uns zu besuchen, ich habe nach sowas wie Koordinaten gesucht, aber keine Ahnung. Ihr werdet das schon irgendwie finden. Universum ist ja nicht so groß. Ist ja nicht so groß, ne? So, dann bauen wir jetzt auf jeden Fall unseren Teleport. Es ist auch die nächste Aufgabe. Okay, wir haben genug gesammelt. Zieht euch hier diesen Teleporter rein. Den setzen wir jetzt hier direkt vor die Basis. So, als würde man hier in die Wand laufen, aber nein, wir laufen in den Teleport. Wobei, könnte... Ich hoffe, das führt nicht zu Problemen, wenn wir kommen, also von der anderen Richtung. Okay, wir haben eine Geode erhalten. Da ist sie. Die kann man analysieren. Und das ist Tetrakobalt. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, das ist wertvoll.
Wenn jetzt nicht die Kopfgeldjäger kommen, dann weiß ich auch nicht. Waren das Kopfgeldjäger? Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen unauffälliger werden. Und erlerne den Biotreibstoffreaktor. Ich glaube, ich habe keine Teile mehr. Biotreibstoffreaktor. Den muss ich lernen. Shit. Geborgene Daten. Wir brauchen geborgene Daten. Wo kann ich das markieren? Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann müssen wir nur abbauen. Geborgene Daten. Jawohl. So einfach geht das. Und dann machen wir es einfach wieder zu. Und als wäre nichts gewesen, ne? Als wäre nichts gewesen. Eine Metallplatte und Sauerstoff. Ach, das sollte jetzt nicht so das Problem sein, ne? Natrium. Ich gehe mal zum Natrium, weil das Schild sieht noch gut aus. Ist jetzt nicht so der krasse Planet. Ach was, es wird minus 50 Grad in der Nacht. Wollt ihr mich verarschen? Und ich habe echt gedacht, wir hätten hier einen richtig chilligen Planeten. Ach, nee, du. Jetzt ist auch noch das Kabel lernen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch mal so eine unterirdische Technologie. Shit. Okay. Die müssen wir leider suchen. Das wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern. Warum habe ich diesen ganzen Scheiß mit dieser Holzrappe und so gelernt? Da ist doch was. Ein vergrabenes Technologiemodul, das da schwebt. Alles klar, das kommt uns natürlich. Surprise, Motherfucker! Bist du böse? Was ist das? Was ist hier gerade passiert? Was bist du? Ey, jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir aber. Ich bin ultra verwirrt. Geborgene Daten, Katzenleber. Was passiert hier bitte alles? Schnellübertragung. Alles zu weit weg. Was? Das ist einfach hier erschienen, oder? Ein Haus. Hab ich das gesetzt? Ey, pass mal ein bisschen auf deine Freunde auf hier. Seid mal nicht alle so aggressiv.
Scheiße. Lest euch den letzten Satz durch. Hätte gar nicht losziehen müssen. Was ist das? Ein Signalbooster? Ein Speichersignal? Ne, ich mache jetzt erst, wenn es gebraucht wird. Gebäudeplan. Ein elektrisches Kabel. Kann ich das mit dem Basiscomputer verbinden? Glaube nicht. Irgendwie dann doch. Unser Stromnetz läuft. Unser Teleporter läuft. Sieht man jetzt diese Verbindungen immer? Ein bisschen kacke, wenn das zu viel wird. Den Planeten erkunden und deine Basis erweitern. Wir haben eine richtige Basis gebaut. Ich fasse es nicht. Mit Strom, Teleport, alles, was wir brauchen. Hier liegt doch noch der Müll rum. So, das ist nicht... Was ist das? Ich will. Eigene Markierung. Wie habe ich die denn gesetzt? Wie habe ich denn die Markierung gesetzt? Ich bin mir selbst ein Rätsel. So, ich habe hier einen Zahnrechner. So, die Uhr meinst du für die Schraube, sonst ist mir das weggekommen. Warum ist hier ein ganzes Kriegen? Was heißt, was sagt uns die 16? Eine Raumstation? Weltraum? Was hat das zu bedeuten? Und wie halten wir den Biocomputer lang genug am Laufen, dass wir dahin fliegen können und dann uns wieder zurück teleportieren können? Fragen über Fragen. Aber als allererstes setzen wir jetzt hier mal unsere Raffinerie rein. Und dann würde ich sagen, lege ich mich jetzt hier erstmal schlafen und brechen dann morgen auf zur Raumstation. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir raus, wer uns diese verschlüsselten Nachrichten schickt und wer überhaupt dieser Kskt ist, von dem wir den Raumanzug anhaben. Ich bin gespannt und wenn ihr es auch seid, schaltet wieder ein, drückt auf Gefällt mir und abonniert den Kanal. Haut rein! Ah! Haare!